Hallo? Was passiert, wenn alltägliche Gegenstände eine Geschichte erzählen? Zwei Menschen finden heraus, dass sie Geschwister sind. Ein Rettungsring enthüllt ihre dramatische Lebensgeschichte. Ein Schiffsunglück hatte sie getrennt. Memories ist eine belgische Produktion, ein Objekttheater. Ein gutes Beispiel, dass heute Kindertheater mehr ist als nur Schauspiel. Ja, es ist mit Sicherheit eine Besonderheit im Kindertheater, dass sich mehr und mehr alle Genres vermischen. Also dass Figuren, Tanz, Musik, dass es eine Art Gesamtkunstwerk wird. Der Trend ist ja im Erwachsenenbereich ähnlich und im europäischen Kontext betrachtet noch mehr. Zauberhaft, poetisch lassen französische Objektkünstler Wesen aus Sand und Schaum entstehen. Europäische Kindertheater zeigen fantastische Welten mit Tanz, Akrobatik, Schatten, Musik und Objekttheater. Doch es geht auch um ernste Themen. In der Produktion Biene im Kopf des Nürnberger Kindertheaters Pfütze zeigen Schauspieler, wie sich ein Kind in eine Fantasiewelt rettet. Als Superbiene meistert es seinen Alltag. Das vielfältige Festivalprogramm kommt beim jungen Publikum gut an. Es hat mir gefallen, dass es so lustig war. Ich fand eigentlich jede Geschichte toll und ich fand es auch cool, dass jeder eine einzelne Geschichte hat. Also ich fand es toll, weil ich habe mir immer so gedacht, boah, was kommt jetzt? Weil es war so spannend, aber es war auch irgendwie, da wurde richtig wenig gesprochen, das fand ich irgendwie auch cool. Es sind oft die kleinen alltäglichen Dinge, die eine Geschichte erzählen von Einsamkeit und Hunger. Die Schauspieler der belgischen Kompanie Gare Centrale verzichten hier fast ganz auf Text. Wir machen immer wieder die Erfahrung, wenn man Kinder ernst nimmt, wenn man ihnen auf Augenhöhe begegnet, wenn man ihnen Qualität anbietet, dass wir sie erreichen und sie werden auch im Theater im Unterschied zu allen anderen Medien wirklich direkt angesprochen. Also sich einfach mal überraschen lassen. Kindertheater ist heute so spannend und vielseitig, das begeistert nicht nur ein junges Publikum.